Hallo, meine kleinen Freunde. Jupp, es geht weiter. Auch heute am sogenannten Vatertag. Allerdings, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Wir schauen einfach mal. So, alles eingesammelt ist. Okay. Ach ja, stimmt. Hier kommt jetzt gleich dann. Ja, genau. Die Subjekte. So. Ich sollte eigentlich irgendwas mit Schalldämpfer wählen, ne? Das sieht ganz gut aus. So. Okay, der ist erledigt. Sehr gut. Da hinten ist einer. Weil wir versuchen natürlich jetzt wieder unauffällig und leise zu sein. Ne? Das ist ja jetzt erstmal unser oberstes Ziel. Ja, wobei ich der Meinung bin, hier rechts ist einer hingelaufen, ne? Ja, das muss definitiv ein Heady werden, sonst klappt das nicht so. Dann warten wir erstmal kurz. Oh nein. Oh nein. Ich lass mich mal kurz killen. Ja, los, mach ich. Oh, das dauert ja Ewigkeiten. Los, mach mich platt, Luffe. Los, mach ich platt. Ach, ihr seid ja alle Pussys. Ja, komm, du auch. Ah, okay, jetzt endlich. Weil so mit dem, entdeckt werden. Ihr habt's gemerkt. Und das ist ein wenig kacke. Ja, also das wollen wir nicht. Wir wollen unentdeckt bleiben. Also zumindest will ich das. Ob das der Rest möchte, weiß ich nicht, aber wir versuchen es zumindest. Sofort weiter. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich noch eine Chance. Hups, ach, jetzt ist der Controller wieder nicht erkannt worden. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich weiß auch exakt nicht, warum das manchmal passiert. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. Okay, den hätten wir. Okay, so kann ich um die Ecke luken. Ja, sehr schön. Das ist eine coole Funktion, muss man ganz ehrlich sein. Okay, da sehe ich jetzt keinen. Das hat jetzt aber nicht unbedingt was zu bedeuten. Das wissen wir. So, zumindest der eine entfernt sich. Da oben läuft auf jeden Fall jemand rum. Das hatten wir schon mal gesehen. Okay. Oh nein. Und natürlich wissen die sofort, wo ich bin, ne? Egal, hier komm. So, den haben wir. Ich hasse es, wenn das passiert. Ach gut, okay, machen wir nochmal platt. Das muss doch gehen, ohne dass man entdeckt wird. Also der kommt auf jeden Fall von da oben. Das heißt, das ist uncool, den dementsprechend da platt zu machen. Also wir müssen die platt machen, ne? Das ist klar. Wir kommen sonst an denen nicht vorbei. Na, wir gucken gleich mal. So, das wären die. Okay, der müsste jetzt eigentlich gleich abhauen, oder? Genau, der haut ab. Wunderbar. Hier hinten. Okay, ich könnte jetzt hier rein praktisch. Sehr gut. Das gefällt mir. Mal schauen. Kommt der hier lang? Wenn ja, könnte ich das zu meinem Vorteil nutzen und ihn dann platt machen. Da hinten geht es anscheinend auch noch rein.
Allerdings könnte ich auch das jetzt hier nutzen. Wunderbar, sehr schön. Astreiner Heli. Okay, jetzt ist die Sache, der kommt immer näher. Was ist der hier? Oh, sehr gut, niemand kann mir Alarm schlagen und Verstärkung rufen. Das war ja perfekt. Jetzt bin ich halt nur überlegen, wo wir halt hingehen. Nee, eine reicht. Nein, bitte den Schalter einfach drauflassen. Ich muss mal meine Tasten ausprobieren. Ah, hier ist die Karte, okay. Das heißt, hinter uns. Natürlich die Sache da oben, ist glaube ich jemand dran, oder nicht? Anscheinend nicht. Wir gucken mal hier rum. Ich will ja so viel mitnehmen wie möglich, ne? Das ist ja klar. Da ist irgendwas, ne? Ihr seht's auch. Ha, ist ja interessant. Da müssen wir auf jeden Fall noch Panzerung aufwerten. Ich finde es immer noch so ein bisschen schrecklich, dass es hier so laut ist, ja, wenn man irgendwas kaputt macht. Aber gut, ist halt so. Ja. Okay, sehe ich jetzt keinen. Ungewöhnlich. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, nachdem man von hier oben auch geballert hat, dass hier oben wo eine ganze Horde voll steht. Okay, da steht nur einer. So, den haben wir. Puh. Ja, es klappt schon. Natürlich schönes Ding hier, ne? Halten zum Entfernen. Ach so, dann könnte man das in die Hand nehmen praktisch und dann damit rumlaufen. Ob ich das jetzt unbedingt möchte, weiß ich nicht. Ich sag mal eher nein. Was haben wir hier? Ah, kann natürlich überall einer sein, ne? Oh, ist das ätzend. Heftig, ey. Würde ich fast vorschlagen, dass wir hier durch diesen Seitentunnel gehen, beziehungsweise vorne mal gucken. Ob wir da noch irgendwen sehen. Und dann so stückchenweise. Ja, ist auch keine. Stückchenweise die Gegner eliminieren. Genau. Das ist ein bisschen. Mich wundert es jetzt immer noch, wie man hier unter uns da hinkommt. Das muss irgendwo ein Geheimgang sein, ne? Ja. Ha. Ah, gut, hier gibt es ja einige versteckte Sachen. Was haben wir denn hier eigentlich? Okay, Munition. Ah, ja, langweilig. Ah, ups, nee, hier nicht. Aber hier kann ich hinein. Dann schauen wir doch mal. Na, haben schon ein bisschen was aufgedeckt, ne? Wäre mal interessant zu wissen, ob der andere Typ da vorne steht. Ne, tut er nicht. Okay. Wo bleibt der? Ich würde ihn gerne erledigen. Dann haben wir den nämlich auch weg. Ha, der ist so ein weiter Patrouillenweg. Da kommt er. Das heißt, dann können wir hier vorne hingehen und dann fallen wir dem gleich in den Rücken. Sehr gut, das heißt. Ach, astrein. Sonst keiner weiter? Ja, ungewöhnlich. Ich traue dem Frieden noch nicht. Okay, oh, sieht gut aus. Puh. Ich glaube, was gehört. Okay. Also ich wünschte, man hätte hier noch mehr Möglichkeiten, sich irgendwo zu verstecken. Ja, praktisch irgendwo hier so. Na gut, hier könnte ich jetzt in Deckung gehen.
Sehen wir ja. Gamerscore, Glanzleistung. Welch treffende Beschreibung für etwas, was mit Gold zu tun hat. Ja, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Okay, ein Brief. An die Karte des Ostturms. Ja, man kann ganz leicht hier die Karte erkennen. Das ist nicht so einfach. Was hier, was kann man hier runter? Nee, das ist versperrt. Schade. Wäre ja mal interessant gewesen. Naja. Oder ist da unten drunter was? Nö, auch nicht. Okay. Übrigens, ganz interessant, es halten sich ja schon seit Ewigkeiten diese Gerüchte mit Gears of War, ne? Dass da für die Xbox One so ein Remake kommt, so Ultra-HD-krassmäßige Grafik und so ein Gedöns. Das Gegenstück zu unserer USK, beziehungsweise zur europäischen PEGI, hat jetzt, das brasilianische Gegenstück dazu, hat jetzt eine Bewertung und ein Rating rausgegeben für ein Spiel namens Gears of War Ultimate für die Xbox One. Also macht schon sehr stark da einen Eindruck, als ob wir das dann wirklich jetzt dieses Jahr auf D3 zu sehen bekommen. Mit allem, was dazugehört. Okay, gut, dass wir es gemacht haben. Ich wollte mich gerade sagen, es war zu eindeutig an der Stelle. Okay. Im Bett gelegen, nicht gelegt. Legen, liegen, wo ist der Unterschied? Du legst Eier, du liegst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Willst du jetzt die Geschichte hören oder nicht? Die Sprache richtig zu können. Magst du ständig auf jedermanns Grammatik rum? Weil ich an die Erhaltung unserer wunderschönen Sprache glaube, damit wir nicht der Barbarei verfallen. Na, dann erzähle ich die Geschichte eben nicht. Ich sag ja nur, wenn wir... Ach, halt die Klappe. So ein praktischer Grammar-Nazi, ne? Okay. Kein Alarm, ungewöhnlich. Hier, stirb, Hund. Dieser Geruch... Wie in dem Sumpf daheim bei Johnsons Hof. Tote Pflanzen und modriges Holz. Ha. Haben wir die wohl relativ schnell alle erledigt, hä? Interessant. Oh, geht's hier weiter? Nee, leider nicht. Da sind irgendwie überall alles Blut und so voll. Und überliegen Handgranaten rum. Also ich muss echt sagen, diese hygienischen Gegebenheiten hier sind doch alles andere als ja in Ordnung und ziemlich untypisch für diese Leute, oder? Ja, eigentlich schon. So. Mein Gott, einen Schädel weggepustet halbwegs. Ja, und ein fröhliches Liedchen dazu auf die Lippen. Ja, da kommt doch Freude auf. Okay. Da können wir garantiert über den Tunnel hier hin. Schnell rein, komm schon los. Und Hauptsache muss die Klappe wieder zu, nicht dass sie uns. Alte Scheiße. Riesig tief. Lass mal gucken, Überblick gewinnen. Okay, das ist dann wohl dieser alte Teil der Burg. Echt riesig, ne? Heftig. Okay, komme ich also nicht hoch. Schade. Kann ich denn darüber dahin? Nee, leider auch nicht. Ich kann mich auch nur so hochziehen. Das heißt, da muss ich auf einem anderen Weg da hinkommen. Na egal. Komm, dann versuchen wir das erstmal.
mal auseinanderschrauben. Du schaffst das, Blazkowicz. Das ist ein lauter Schädel. Zerplatzt nicht. Ich weiß gar nicht, bei irgendeinem Spiel war das so, wenn man drauf geschossen hat, dann zerplatzten die Schädel. Da konnte man praktisch alles zerstören. Okay, hier liegen einige Persönchen. Ah, Karte. Okay. Ach gut, da haben sogar die Leute dahin gehangen. Hier höre ich irgendwas. Immerhin hat es hier ein schönes Schwertchen, ne? Schon krass. Man kann sich ja manche von diesen Gruften ja anschauen. Also es gibt ja wirklich Gruften, ne? Also nicht, dass alle, das ist nur so eine Videospielerfindung. Ich muss allerdings sagen, ich bin da gar kein Freund von. Also letztendlich ist es ja auch Totenruhe, ne? Die man da stört, finde ich persönlich. Und ich muss sagen, ich halte da nicht viel von. Zumal das Ganze dann doch irgendwie ein bisschen creepy ist. Den geheimen Bereich habe ich entdeckt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Womit habe ich das nur verdient? Ich habe eigentlich gar keine Rede vorbereitet. Ich bin einfach viel zu nervös, um noch irgendwas Vernünftiges sagen zu können. Ich bin einfach nur so dankbar, so unendlich. Und ich glaube, ich werde nie wieder dieses Glücksgefühl erleben können, was ich jetzt gerade empfinde. Und ich habe irgendwie nicht mal was Tolles dafür bekommen. Also habe ich auch gar keine Dankesrede verdient. So, bäh. Ganz ehrlich, geheimer Bereich und es sind einfach nur ein paar Goldnuggets, die hier rumfliegen. Irgendwie schon so ein bisschen lausig, oder? Ja, also, das ist irgendwie eher uncool. Doch, ja, also das, da hatte ich jetzt was Besseres erwartet. Tja, aus lauter Wut mache ich hier die Bretter kaputt. Die nicht kaputt gehen, ist das... ist das nervig. Tja, das, weiß nicht, was ich da jetzt von halten soll, ne? Schlupidupidu. Ja, wir können noch ein bisschen singen. Genau, singen wir noch ein bisschen. Das hilft immer. So, der nächste weg. Weg mit Speck. Genau. So. Vor allem, was für eine riesige Apparatur, die da mit sich rumschleppen und alles, ne? Das ist der Wahnsinn. Die Typen müssen doch eine halbe Tonne wiegen, ey. Oh, noch ein Brief. Notiz von Helga. Muss diese Inschrift auf dem Sarkophag übersetzen lassen. Edith Regine Seneris Hic Sarkophagus Habet. Ha. Interessant. Wer weiß, was das bedeutet. Ein Messerchen. Zum Messerwerfen. Ja, das kennen wir ja auch schon. Das ist eine ganz gute Methode. Ich gucke gerade mal, ob wir von hier aus irgendwo hinkommen. Nee, macht jetzt nicht so den Eindruck. Okay, dann muss ich wohl hier lang gehen. Ich frage mich, wie die hier runtergekommen sind. Ob die dann hier runtergekrochen sind? Kann ich mir gar nicht vorstellen mit der Ausrüstung. Oh, hier geht's tief runter. Bitte nicht abstürzen. Bitte, bitte, bitte. Aber wir sind echt gut mit dem Teil, ne? Ja. Haben sie überall die Helme draufgepackt, die Idioten, ne? Sehe ich sonst noch irgendwo einen, der hier rumlungert und mich ärgern möchte? Anscheinend nicht. Okay, 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 okay. Das ist gut. Habe ich gerade wie Pfeifen gehört? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Eine Handgranate dazwischen gesteckt. Ah, hier sind das Hoshis, ey. Okay. Nächste down. Da unten laufen einige rum. Das ist auch gar nicht so das Thema.
Aha. Mal weiter gucken hier, ne? Ich weiß auch gar nicht, wenn der nächste Speicherpunkt kommt. Ziemlich hell. Ich mag das gar nicht, wenn das so hell ist. Okay, sehen wir irgendwas? Hören wir irgendwas? Nee, da ist nichts. Hier kann man sich anscheinend nur verstecken. Interessant. Ist ja auch lustig, ne? So, puh. Gott sei Dank hat die ungefähr die Reichweite eines Scharfschützengewehrs und dessen Präzision. Sonst wäre ich eben echt richtig arm dran gewesen, weil der hätte hundertprozentig Alarm geschlagen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir noch unentdeckt hier unterwegs sind. Glück für uns, würde ich sagen, ne? Achso, okay. Huh. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Nein, 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 hat er nicht. Obwohl er hat geschrien, du da, halt. Ich sehe aber gar keinen. Wo war der denn? Oh, Gott sei Dank. Oh. Das sind so diese schrecklichen Momente, wo man sich denkt, das war's. Alarm. Gleich kommen sie wieder alle an. Wollen einem dann hier anzünden und so eine Sachen. Nee, da sind die ja ganz fieslich, ne? Okay. Aber schön gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Da speichert er gerade, oder? Ich weiß es gar nicht. Komm, wir gucken mal. Zumindest kriegen wir hier gerade in irgendeinem Berg durch die Gegend. Karte aktualisiert. Gucken wir nochmal auf die Karte. Mhm. Hier ist der Ausgang. Okay, da ist der Fahrstuhl. Da muss ich wohl hin. Sehr gut. Gefällt mir. Ach, hier ist eh nichts weiter. Dann brauche ich gar keinen. Ach so, das ist die andere Seite. Haben wir eigentlich eine richtig lange Tour gemacht, gerade um hierher zu kommen. Ja komm, wir nehmen das mit dem Fahrstuhl nochmal mit. Zusammenstecken. Ich finde es immer so gut, wie viel Ruhe er hat, ne, dabei. Also ganz entspannt hier hoch und nicht umschauen. Das könnte ja irgendwie wieder dieser Jäger hinter einem sein. Vollkommen egal. Blaskowitz stört das alles gar nicht. Er weiß sowieso, dass er überlebt. Wie fies, oder? Oh, Kommandanten. Wie ätzend. Nun gut, aber hier gab es gerade einen Speicherpunkt. Von daher soll's das dann für heute gewesen sein. Wir sehen uns dann ja morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zock.